Okay, das hier ist alles nur eins von eins. Das und... Das geht noch nicht. Gut. Ich dachte, ich habe noch einen verfügbaren Punkt. Naja, okay. Du gießt denn? Bitte lass was Gutes drum. Naja, okay. Jetzt Zwergenschnaps geht, ja. Steven. Na so? Schön. Sehen wir uns die Nachricht an. Okay. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch, den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleichgemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Ja, natürlich. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe. Ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber... In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Okay. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig. Von diesem Pfad habe ich mal gehört. Warren haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Natürlich. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Ciri wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang.
Guter Einfall. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Aber genau das Gleiche. Das nehmen wir einmal mit. Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Okay, das hier nehmen wir mal alles mit. Dann war da noch was. Lesen wir uns dann alles gleich durch. So. Dann haben wir hier aber noch eine. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Tür? Wand? Was ist mit dieser Wand? Portal oder nur Tür? Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Nein. Danke. Wenn du in der Luft ein Flimmern bemerkst, geh darauf zu und drücke in der Nähe E, um die Illusion aufzulösen. Okay. Einfach, nicht? Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut. Verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische, was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Aha, deswegen ist sie wahrscheinlich mitgekommen. Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glan! Das war das hier dann schon, ne? Etwas. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Na gut, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Okay. Das ist das treue Tier. Denke ich mal. Ah, ne, der ist auch ein treues Tier. Aber der spielt nicht. Der das spielt. Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Das heißt, der zweite und der vierte spielen. Wenn also die beiden.
einmal. Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der Erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten. Doch wie der Zweite spielte auch er. Okay, das heißt, so der Vierte geht nicht neben dem Ersten, also... Warte, gerade ist was passiert. Bewegung. Hinter der Wand da. Und das hier. Und das. Ich und Rätsel. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kreginnan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? So, aber... Ein Ort der Macht. Oh, muss ich noch was? Kraft daraus ziehen. Oh, und wieder so ein Golem. Geh ich mal von aus. Weißt du, und er wundert sich, dass ihn keiner mag. Wenn ich ständig andere Leute beleidigen würde, wäre das auch kein Wunder. Aua. Komm schon. Leb wohl. Dann hier mal ein paar Gräber. Ich schätze mal, dass das Kisten zu irgendwelchen Gräbern sein sollen. Okay. Ich glaube, wir haben alles. Können wir jetzt gehen? Der wir jetzt hoffentlich alles haben. Da vorne soll es dann ja angeblich rausgehen. Ja, gespannt. Ich glaube, das war nicht so. Hm. Ah, doch. Tageslicht. Das Auge von Nehalini. Ah. Ich sollte es mir jetzt. Kommt nur ganz woanders raus. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Naja. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen. Und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ja. Ich werde dich besuchen. Ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kea. Ich werde jetzt allerdings mal ganz kurz aufs Klo verschwinden. Bin fast sofort wieder da. Ich denke mal so. Oh,
Bin ich ja schon drei, vier Minuten. Ich muss erstmal nach oben rennen. Und dann geht es weiter. Mal gucken, ob wir direkt in den Buckelsumpf gehen oder ob wir erstmal irgendwas anderes machen. Ja. Gut. Das hätten wir immer noch. Ja, warum wir immer noch nicht mit Greta reden konnten, weiß ich nicht. Eine Einladung von Kira Metz. Weiß nicht, ob ich die Hauptquest schon weitermachen möchte. Komm, wir machen erstmal das hier. Wobei wir dennoch kurz das Ding da lesen, was wir da bekommen haben. Die Herrinnen des Waldes. Die Götter haben uns verlassen. Die Mächtigen dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herrinnen des Waldes wachen über Velen. In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herrinnen um Hilfe anflehen. Wenn sie es für angemessen halten, erhören sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. So erfleht man die Hilfe der Herrinnen. Finde ein Kind, jung und unschuldig, und bringe es in den Buckelsumpf. Suche das Heiligtum der Herrinnen. Dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf diesen Pfad, auf dass es am Naschwerk folge, dem Naschwerk folge und den guten Herrinnen finde. Dem Kinde wird es nie wieder an irgendwas mangeln, denn die Herrinnen sind freundlich und freigebig. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schrein aus. Die guten Herrinnen werden dich hören. Wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wird es, wie es verlangt wird, so wird deine Bitte erhöht. Oh Gott. Erhört. Ja, ist klar. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert. Gerard sieht sehr schnieke aus. Nicht. Und hier kann ich aber soweit nichts machen. Muss ich irgendwas verbessern? Also reparieren? Reparieren wir das einfach mal. Kann nicht schaden. Huch. Ich habe gar nichts gedruckt und es geht. Hä? So. Okay. Okay. Ich weiß nicht, was da gerade schief läuft, aber okay. Achso, jetzt muss ich einmal. Dennoch ganz kurz die Nebenquest hier wieder anschalten. So. Wo müssen wir ganz hin? Wahrscheinlich wieder zu ihrer Hütte, nehme ich an. Ja. So, da ist noch ein Ort, der erkundet werden muss. Machen wir auch so gleich. Will ich wissen, was das für Geräusche sind? Glaube nicht. Weh. Jetzt. Ich muss unbedingt auch gleich nochmal einen Salat weiter essen. Wurde mir hier rumgammelt. Ach du. Das sind etwas stärkere Erscheinungen. Ja, machen wir mal Geisteröl drauf.
Ja, warum kriegst du mich, aber ich dich nicht? Was bist du denn für eine Trolle? Wir sterben. Wow, eine haben wir schon mal. Wir hauen erstmal ab. Ist vielleicht in Anbetracht der Umstände sicherer. Weiter mampfen. Wäre sehr gut, Plätze zu holen, aber... Ich glaube, erstmal möchte ich sie noch nicht holen. Oder ihn. Es. Das Pferd. Gut, das wäre nur was in der Nähe, wenn wir nach da hinten reiten würden. Ach komm. Na, Plätze. Jetzt darf ich. Hey Stormbringer. Ja, soweit ganz gut. So weit läuft's. Wären zwar eben beinahe getötet worden, aber läuft. Jetzt schon wieder in die falsche Richtung. Dir verdammt gut aus. Ja. Es sieht nicht nur verdammt gut aus, es ist auch verdammt gut. Noch einmal ganz kurz umsetzen. Zum Reiten muss ich es gemütlich haben. Also. Ne? Dieser Greifenkopf ist cool. Okay, warum galoppierst du jetzt? Ich wollte nicht, dass du galoppierst. Ich habe nur einmal gedrückt. Oh, ey. Beim Galoppieren
müsste Geralt eigentlich sowas von schlecht werden. Danke. Bitte nur ein leichter Galopp. Das wär super. Gut, wir sind in der Nähe von Kira. Springt das Pferd allerdings nicht allein über Hindernisse? Oh nein, es springt gar nicht. Ja? Nee. Werde ich im Galopp. Oh cool, wenn ich sage 3. Oh, sehr geil. Den dritten Akt habe ich ja verflucht. Da bin ich ja so oft gestorben. Na gut, eigentlich ist das normal bei mir, aber... Da habe ich mich echt abgemüht in Akt 3. Wobei, geschichtlich war es auf jeden Fall sehr geil. Okay. Naja, okay. Wir haben es ja geschafft. Echt? Also, ich fand es tatsächlich verdammt schwer. Also bis Akt 3 ging es ja sogar vom Schwierigkeitsgrad bei mir. Danach, ja. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur blöd angestellt, das kann auch sein. Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder Gera? Was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Ja, stimmt. War ja mein erster Durchlauf von Witcher 2. Ich glaube, wenn ich es nochmal spielen würde, würde es besser laufen. Halte ich ja bei Witcher 1 auch. Wo ich das allererste Mal im Let's Play bei YouTube gespielt habe. Das war furchtbar. Jetzt hier im Stream, das ging schon. Da kam ich schon besser mit klar. Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Okay, das andere hatten wir schon alles. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Verserrat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Ja, ja. Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist, hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt.
Ja, das Problem dabei ist aber, ich mache ja die Arbeit. Du stehst da nur rum. Du tust ja nichts dafür. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind, hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Natürlich. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast. Du kannst sie danach gern behalten. Zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Hallo Kai, schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir? Ja, danke. Ich werde es mir auf jeden Fall schmecken lassen. Ich bin immer mal wieder so ein bisschen am Naschen. Hab hier noch einen Salat stehen und noch 1,5 Brötchen. Hab mir noch nicht zu Abend gegessen. Und ja, da beiße ich dann halt immer mal wieder so zwischendurch ab. Kannst du nicht einfach mitkommen? Ja, bei mir ich auch. Mal versucht, bei mir ist auch alles zur gut. Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer. Doch, ich muss noch segeln. Es müsste intakt sein. Müsste? Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Ja, komm, jetzt ein Gin rauskommt. Kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Wie eine Wunderlampe. Ja, sowas in der Art. Und wo hast du diesen Xenogloss? Nur, dass halt kein Gin rauskommt. Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, du hast die Lampe gefunden? Ganz sicher. Wir haben die Lampe gefunden. Ich wusste, dass die Elfen sowas benutzen. Wenn man praktisch von einer rauskäme. Ja, also in den Büchern gibt es tatsächlich einen Djinn. Das ist aber nicht so toll. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Ja, sozusagen, und sozusagen. Geralt? Hm? Danke. Gut. Questgegenstände. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst. Okay. Achso, er ist schon dran. Er ist schon dran, okay. Gut, gut. Hätte ja sein können.
ist das Boot. Sie haben mitteilt, als hätte ich jetzt hin. Ja. Ja. Ganz genau. Nee, ich möchte nicht zum Weiler. Ich würde gerne weiter der Nebenquest folgen. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so weit rennen muss. Und voller Ratten, das möchte ich machen. Komm, den Weg können wir auch zu Fuß gehen. Geralt wird wohl kaum vom Fleisch fallen. Boot. Wo ist das Boot da? Ach, da hängt auch wieder einer. Da stößt man sich aber den Kopf dran. Nicht gerade angenehm. Okay, Boot. Ja, nein, ich möchte auch ins Boot rein. Boote. In der Hexerwelt mit ihren Flüssen, Ozeanen und großen Bergseen gibt es zahlreiche Gegenden, die man weder zu Fuß noch zu Pferd erreichen kann. Man muss vielmehr schwimmen oder segeln. Halte an Stränden oder Orten mit dem Hafensymbol markiert sind, nach dem Bootenausschau. Vorsicht, wenn dein Boot auf Felsen oder andere Hindernisse aufläuft, nimmt es Schaden und kann auch sinken. Ja, von seinen Füßen weg. Ja, aber ich rieche so gern daran. So. Ach, oh Gott. Das wird doch nichts. Also umschalt links diesmal. Okay. Row your boat. Da. Da geht das hier los. Ja. Hornhautkäse. Schön über den Salat geraspelt. Mm. Hörst du mich? Ist alles in Ordnung? Wo bist du? Bin fast da. Gibt dem Ganzen eine schöne, riesige Note. Warte. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden? Oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Ach was. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Du musst dich deine gleich wieder was? Den ganzen Chat voll reihen, Kaya. Wunderbar. Ich würde vielleicht. Langsam und vorsichtig. Und tschüss. Ab ins Wasser. Geralt? Ja, bist ja. du schon auf der Insel? Das kannst du? Was? Ich höre nichts. Na toll, schon kaputt. Er hört nichts, aber wir hören was, oder was? Hallo. Liegt bestimmt ja in dem Motor heute. Die haben zu viel von dem Hornhautkäse gegessen. Wie das unumgänglich ist. Oh Mann. So. Also die hier, die Motor heute haben den Hornhautkäse nicht vertragen. Die fanden das so eklig, dass sie schon geplatzt sind. Zu früh geschlagen. Genau, flieg nochmal weg. Das schon. Der Wind heult. Ja, hier heult gleich noch was anderes. Ach, Geralt. Da bist du hässlich. Da kann ich nicht verstehen, dass ich nicht mehr Fragen habe. Oh Mann. Also ich würde gerne noch einmal ruhen. Die Musik ist da immer.
Natürlich kann ich nicht meditieren gerade. Die denken immer nur, ich bin im Kampf. Jetzt sollte ich wieder können. Ja. So. Da habe ich wieder genug Schwalben. Apropos, können wir eigentlich was Neues herstellen? Na, Chemie? Ja, Tatsache, können wir. Bestienöl. Können wir herstellen? Ist aber kurz meditiert. Ja, eben. Also, ich musste nur ganz kurz mich in Sicherheit begeben. Danach ging das. So, das blaue Muttergehen machen wir auch einmal. So, und dann konnten wir doch mal ein bisschen was herstellen. Ich kann halt nicht meditieren, wenn Gegner in der Nähe sind. Wie eigentlich in fast allen Spielen. Oh, Ghule. Theorie, wenn du kurz. Ja. So minimal ungünstig. Ich meine, ich könnte hier im Schlaf ermorchelt werden. Ah ne, das sind nur irgendwelche komischen, lästigen Fliegen. Noch mehr Ghule. Hallöle. Lasst mich euch bitte umbringen. Oh, die Kampfmusik ist einfach der Hammer. Stufe 9, einfach mal 4 Stufen über mir. Nee, Geralt. In der Tat nicht gut. Es läuft zumindest besser als vorhin Crash Bandicoot. Das machst du hier doch gut Platz. Ja, stimmt. Das stimmt. Aber die machen mir halt auch relativ gut Schaden. Ihr seht so leicht verbrannt aus. Beschädigter Gegenstand. Einer deiner Gegenstände ist in schlechtem Zustand. Repariere ihn, sonst funktioniert er nicht so gut. Das hast du ja auch gesagt. Ja. An einer Stelle habe ich sogar minimal geschlittert. Weil es einfach nicht mehr tragbar war. Ultimatum. Ja, das nehme ich doch mal als normales Stahlschwert. Was haben wir da rein? Chance auf Verbrennen. Chance auf Einfrieren. Angriffskraft packen wir rein. Rechenintensität. Chance auf Einfrieren. Ja, es gab dann wieder so ein Level, wo man auf diesen Brücken lang rennen musste. Wo dann ja wieder diese Abstände kamen, wo du dann drüber springen musstest. In luftiger Höhe. Und das habe ich 30.000 Mal probiert. Ging nicht. Und einer im Chat hatte mir dann halt den Tipp gegeben, ich könne ja
Oder dass es da halt eine Möglichkeit gibt, da ganz einfach durchzukommen, indem man auf die Seile drauf springt, die halt, diese Brückenseile. Und dann bin ich mit Crash halt einfach auf diese Brückenseile gesprungen und bin dann die ganze Zeit am Rand lang gelaufen. Bin anfangs natürlich auch ein paar Mal gestorben, weil ich das erstmal ausprobieren musste. Danach ging das aber. Das heißt, das habe ich dann ganz gut hingekriegt. Ja, das hat echt sehr gut geklappt. Kannst du dir später dann in der Wiederholung nochmal ansehen. Das war da... Also, ich habe mich so aufgeregt. Ich bin immer direkt am Anfang gestorben. Kam überhaupt nicht weiter. Und ja, dann hat es aber dank der Hilfe geklappt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, 4 Level habe ich geschafft. Plus einen Boss, den ich sogar relativ schnell durch hatte. Das will ich definitiv sehen. Ja, guck dir dann aber bitte auch die ganzen Versuche davor an. Ich glaube, ich habe da wieder eine halbe Stunde mindestens dran gesessen und das ging eigentlich nur in Dauerschleife so tot, tot, tot. Der Chat meinte dann auch nur so, oh, ist das eine Wiederholung oder ist das ein Livestream? Ja, weil so oft wie ich gestorben bin, es hätte eine Wiederholung sein können. Indem ich immer auf Replay gedruckt hätte. Das wäre durchaus möglich gewesen. Lief auch alles mehr schlechter als recht. Du bist Wasservibe, ey. Geh von dannen. Also es gab heute sehr viel Frustration, aber ich habe auch ein paar Level ganz gut hingekriegt. Bin ich zwar auch gestorben, war aber jetzt nicht so schlimm. Aber gegen Ende ging es dann halt wirklich bergab. Das war dann nicht mehr tragbar. Und nicht mal mehr für mich. Wie ging das nochmal? Nee. Wie komme ich nochmal auf die magische Lampe drauf? Oder ich sollte Keiras Lampe benutzen. Ja, wie komme ich nochmal auf die Lampe? Ja, wie ging das denn noch? Jetzt nochmal mit der Lampe. Oh.